Kennen Sie das Telefon? Ja. Auf den Sitzen lag nichts, was ich sofort sehen konnte. Ich hatte aber Zeit noch zu gucken, ist was in den Türen vielleicht. Und habe dann tatsächlich auch sein Handy gefunden. Und ich hab's extra noch versteckt. Ich denke, machst die Scheiben nicht hoch. Und hab's reingemacht und trotzdem haben es gefunden. Das soll das Auto abschließen, wenn wir hier reingehen. In diesem Fall hat die Frau nicht nur ihr Auto nicht zugeschlossen, sondern hat auch noch den Schlüssel im Zündschloss stecken lassen. Das heißt, wenn ich jetzt wirklich ein Dieb gewesen wäre, dann wäre ich auf Nimmerwiedersehen mit dem Auto verschwunden. Ich habe gedacht, das hängt doch im Zündschloss drin. Das kann doch gar nicht zugehen, das Auto. Ja, das ist natürlich ganz, ganz grob fahrlässig, wenn ich das Auto nicht abschließe. Kennen Sie das irgendwoher? Oh ja, das ist meins. Ja? Oh, rausgefallen eben. Nee, ja, Sie haben ja Ihr Auto so schön offen gelassen. Und, ich habe aber nichts Wertvolles drin. Ich habe alles bei mir. Ja, nee, ich weiß. Oh, rausgefallen eben. Nee, ja, Sie haben ja Ihr Auto so schön offen gelassen. Und, ich habe aber nichts Wertvolles drin. Ich habe alles bei mir. Ja, nee, ich weiß. Wir haben nämlich schon mal ein Handy geklaut aus dem Auto, weil ich das Auto gemacht habe. Und wir machen so einen kleinen Test. Ja, Autos ja, aber da sind Sie, glaube ich, bei mir, weil da ist gar nichts drin. Das hängt einfach nur da. Ich habe alles bei mir. Genau aus dem Grund, weil ich das Auto schon mal offen gelassen habe. War die Scheibe nicht oben, weil ich nur schnell an den Geldautomaten in der Weser Spitze wollte. Und ja, da war mein Handy dann weg. Deswegen, ich habe wirklich alles hier drin, was wertvoll ist. Da ist nur Leergut drin und Korb und das war's. Schlüssel zu drücken? Mach ich auch. Jedenfalls, es kommt drauf an. Wenn ich weiß, dass ich einen Einkauf drin stehen habe oder irgendwas drin habe, was. Aber Sie können wirklich gucken. Da ist nichts. Das ist nur so ein kleines Etui gewesen. Da ist gar nichts. Das hängt da ewig schon hier innen drin. Das ist. Ja. Sie können gucken, da ist wirklich billige Sonnenbrillen für 2,79 Euro. Da ist wirklich nichts drin, weil es mir wirklich schon passiert ist, weil ich es weiß. Also ich war schon mal geschädigt. Da war dann mein Handy weg und ja, da muss ich mir neues kaufen. Das hat mich schon geärgert, weil es ja leichtsinnig war und meine eigene Schuld hätte ich sein müssen. Nee. Ja, Lucky Strike, Rot, Klein und Zusatz. Schön. Entschuldigung, darf ich Sie mal kurz was fragen? Kennen Sie die irgendwoher? Ja, ich habe das Auto offen gelassen, ich weiß. Genau. Okay. Ja, aber dummerweise habe ich eine Ausrede, weil ich bin etwas überhitzt. Man sollte keine Ausreden haben. Und habe es ein bisschen eilig. Logischerweise, irgendeine Ausrede sucht man immer. Und es war kaum jemand hier, der hätte vielleicht was klauen können. Ich habe nämlich dort schon geguckt und habe ich da geguckt, da sitzt jemand, okay. Aber ihr sah so vertrauenswürdig aus und ihr habt, passiert nichts. Und
Es ist sehr ärgerlich. Ich habe zum Beispiel ein iPod im Handschuhfach allerdings, aber der wäre dann ruckzuck weg, ne? Der kostet ja auch so um die 250 Euro und wenn weg, dann weg, ne? Lernen Sie was drauf? Ja, zu machen. Sekunde noch. Okay. Ja, dann tschüss. Tschüss. Ich habe gesehen, dass die Frau ihr Auto nicht zugeschlossen hatte und dann zum Bezahlen verschwunden ist. Neben der Sonnenbrille, die ich jetzt gerade genommen habe, lag auch noch die Handtasche auf ihrem Sitz. Die hätte ich auch mit Leichtigkeit nehmen können. Wie wir jetzt gehört haben, hatten sie sogar noch mehr Sachen in ihrem Auto, die von Wert sind. Und ich hätte auch noch ein paar Sekunden Zeit gehabt, andere Dinge noch rauszuholen. Hallo, darf ich Sie kurz fragen, ob Sie diese Tüte schon mal gesehen haben? Ja, habe ich. Ja? Die habe ich gerade aus Ihrem Auto rausgeholt, weil es nicht zugeschlossen war. Ja, dürfen Sie nicht machen. Ja, ich weiß, dass ich das nicht machen darf, aber ich wollte Ihnen nur mal, wir machen heute einen kleinen Test, und ich wollte Ihnen nur mal kurz vor Augen führen, wie schnell sowas gehen kann. Also Sie kriegen natürlich gerne Ihre Tüte jetzt wieder zurück. Ah. Ja, wertvolle oder in dem Fall, ich weiß nicht, was drin war. Was soll das sein für Sie? So eine Zeitschrift, die heißt ja die Zenit oder sowas. Haben Sie mal gehört? Nein. Ja, ist natürlich lästig, ne? Und unangenehm, unverschämt. Weil, ja, man sollte vielleicht vorsichtig sein, aber wie soll ich sagen, in Deutschland habe ich den Eindruck, das passiert nichts. Man kann das ruhig machen. Auch trotz alledem? Ja, also auf Toilette, da würde ich abschließen, aber sonst würde ich es nicht machen. Nee. Warum nicht? Ich mag das nicht. Also ich bin mal in den USA gewesen, ja. Das hängt vielleicht auch noch damit zusammen, da ist es wieder ganz anders. Ne? Man schließt es einfach nicht ab. Wenn jemand wirklich das möchte, kann das schaffen, ne? Aber dann muss der damit leben auch, ne? Mit dem Ärger. Das war ja jetzt ein junger Mann, der sein Auto offen gelassen hatte. Der hatte unter anderem den Einkauf in seinem Auto gelassen. Da war auch noch eine große Tasche mit persönlichen Gegenständen. Ich weiß nicht genau, was da drin war, obwohl ich die Zeit gehabt hätte, noch mal genauer nachzuschauen. Das heißt, er hat sich Zeit gelassen. Ich weiß nicht, ob er warten musste an der Kasse, aber ich hätte auch noch das ein oder andere durchwühlen können oder rausnehmen können. Da hätte ich keine Probleme gehabt. Also gerade wenn man aufgezeigt bekommt, wie schnell sowas gehen kann, da sollte man eigentlich erwarten, dass man dann vielleicht ins Denken oder ins Grübeln kommt und vielleicht sein Auto beim nächsten Mal abschließen möchte. Der Mann war jetzt relativ uneinsichtig. Also gerade wenn man vor Augen geführt bekommt, wie schnell sowas gehen kann, wie in diesem Fall, sollte man eigentlich meinen, dass die Person auch ein bisschen geschockt ist oder vielleicht wenigstens einsichtig. Der Mann scheint offensichtlich an das Gute im Menschen zu glauben. Er will sein Auto nach wie vor nicht abschließen. Wie schnell er allerdings dann Opfer von Diebstählen werden kann, haben wir ja gerade gesehen.
Hallo, ja. Wir drehen einen Test und wollen gucken, ob die Leute an den Tankstellen ihre Autos zuschließen oder nicht. Da haben Sie völlig recht. Und ja, jetzt haben wir gerade gesehen, dass sie nicht zugeschlossen hatten, deswegen wollten wir mal gucken. Also, das haben Sie auch getan. Sagen Sie, ja. Genau.